Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Balder, meine Vornamen Hugo Egon. Entschuldigung, der Beifall kam vom Band. Ich bitte auch das zu entschuldigen. Aber ich meine, was wäre ein Auftritt ohne Beifall? Schließlich machen wir hier eine Show, wie Sie unschwer erkennen werden. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und alles besorgt, was zu einer richtigen Show gehört. Wir haben zum Beispiel eine Showtreppe, nicht wahr? Und zu einer Show gehören natürlich Glühbirnen. Ja, ich wollte Sie einladen, mit mir zurückzuschauen. Wir fassen mal ein Jahr ins Auge, und zwar das Jahr 1975. Lassen Sie uns doch einfach mal Schlager und Schlagzeilen ins Gedächtnis rufen, so große und kleine Ereignisse, die 1975 interessant waren oder eingeschlagen haben. Das Jahr begann mit einem ungeheuren Ereignis, das leider viel zu wenig Beachtung fand. Joe Stark, 24 Jahre alt, weiblicher Unteroffizier der US Army, stationiert im bayerischen Augsburg, wurde anno 75 zur Faschingsprinzessin gewählt. Ja, als Twiggy die Erste regierte die schwarze Schönheit aus Jamaika an der Seite des einheimischen Sanitärgroßhändlers Gustl Pirsch über die Augsburger Narren. Seine Ex-Tollität ist heute bei mir. Servus, Herr Pirsch. Grüß Gott, Herr Balde. Sagen Sie mir mal, was war denn nun der eigentliche Grund dieser damaligen Pioniertat? Ja, mei. Das Entscheidende war wohl, dass bei der Twiggy jeder gleich gesehen hat, sie ist kein Preis. Aha. Es handelte sich doch wohl um einen Akt besonderer Völkerverbundenheit. Ja, und so war es grundsätzlich auch gedacht. Prima. Ich bedanke mich für Ihr Kommen. Was sagt man bei Ihnen? Hello? So ein Schmarrn. Bei uns heißt es Lach am Lech. Auch nicht schlecht. So, mit der Kultur haben wir begonnen und bei ihr wollen wir einen kleinen Augenblick verweilen. Meine Damen und Herren, 1975, Roy Black war völlig out. Ja, ganz unten angekommen war er, anno 75. Ich meine, war das nur das Ende der Schnulze? Nee, weit gefehlt, denn ein anderer kam, sang und siegte. Sein Lied von Liebe singt es und wenn er singt, dann klingt es. Jürgen Markus.
Ein Lied zieht hinaus in die Welt. Stellen Sie sich mal vor, wenn das Lied wirklich hinaus in die Welt gezogen wäre, was der Junge kassiert hätte. Ich meine, der hat auch so kassiert. Aber bei 3 Milliarden Menschen und jeder hätte die Platte gekauft. Also mir bei meinen Platten, mir würden die Chinesen völlig genügen. Ja. 1975 sollte übrigens das Jahr der Frau werden. So wollte es jedenfalls die UNO. Und da unsere Modeschöpfer nun mal fixe Kerlchen sind, was lag näher nach Gammellook 73, Ibiza Folklore 74 und Ölkrise, den Blick in die Wüste zu richten und die Frauen Mitteleuropas in knöchellange Beduinengewänder zu stecken, in Kittelblusen, in Haremsgewänder, in Kaftane und so weiter und so weiter. Die Dame als Dienerin des Herrn. Und das im Jahr der Frau ist eine tolle Idee. Finden Sie nicht auch? Ich meine, aber die Damen waren ja damals schon viel selbstbewusster, auch ohne Jahr der Frau. Und das spürte man besonders bei einer Dame, bei einer Sängerin, bei Gitte. Die verzichtete auf Wüstenlook und sang ihre Meinung einfach frei heraus. Was haben die Frauen den Männern 1975 alles vorgeworfen? Sie ersetzen Zärtlichkeit durch Kraftmeierei. Sobald ein Mann im Bett liegt, fängt er an zu schnarchen. Nur der deutsche Mann hat es mit der Liebe immer so furchtbar eilig. Also ich persönlich bin da völlig anderer Meinung. Aber diese Anzeige aus den Westfälischen Nachrichten scheint das doch irgendwo zu bestätigen. Hier steht, Hauszelt einmal benutzt gegen Kinderwagen zu tauschen gesucht. Ja. 1975 wurden wir übrigens vom deutschen Fernsehen so richtig verwöhnt. Da tauchten doch plötzlich, oh Wunder, Gesichter auf, die man noch nie gesehen hatte. Ja, da war zum Beispiel ein kleiner, unrasierter, krummbeiniger Inspektor namens Columbo. Der hatte immer so einen alten, zerknitterten Trenchcoat an, nicht wahr? Und sagte so Sachen wie, okay, Sir, vielen Dank, Sir, danke, Sir. Ach, Sir, Entschuldigung, Sir, ich hab da mal noch so eine persönliche Frage, Sir. Was haben Ihre Schuhe gekostet? Wissen Sie, Sir, meine Frau, ja, Sir, die interessiert das nämlich unheimlich, Sir, wirklich. Und Kung Fu schlug zu. Es wurde ein Sensationserfolg. Hi! 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 Ei, ei. Zum ersten Mal in der Geschichte der deutschen Schlagermusik gelang es einer deutschen Gruppe mit einem englischen Titel, den ersten Platz der amerikanischen Hitparade zu belegen. 3 junge Damen aus München, Penny, Linda und Ramona, sangen den Titel Flieg, Rotkehlchen, flieg, hinauf, hinauf in den Himmel.
Diese schlichten 8 Worte katapultierten die 3 Schönen aus München sozusagen in den Schlagerhimmel. Es waren wirklich nur 8 Worte. In Englisch natürlich. Silver Convention. Nehmen Sie einen Zirkel und schlagen Sie akkurat einen Kreis um Bonn und Sie werden feststellen, es liegt genau in der Mitte. Eine Tatsache, die sogar manchen Politiker verblüffte. Hier ist sozusagen der Nabel des Abendlandes. Und von hier aus starteten 1975 viele, viele prominente Politiker, um den Rest der ihnen noch unbekannten Welt zu entdecken. Franz Josef Strauß fuhr ganz privat nach China und traf dort ganz zufällig Mao. Kaum war er weg, tauchte Schmitz Helmut auf, aber der Grund seiner Reise soll ein ganz anderer gewesen sein. Man sagt, er wollte an Ort und Stelle lernen, mit Stäbchen zu essen. Nein, Bonn ist keine Provinzstadt. Was sich hier 1975 abgespielt hat, das war große Weltpolitik. Da war zum Beispiel die Affäre Guillaume. Ein Mann, der in alles Einblick hatte. Ein Spion in der Nähe des Kanzlers. Und so lange schon war das eine Aufregung. Endeffekt, Kanzler weg, Spion weg. Denn als man den hatte, steckte man ihn in den Kölner Klingelpütz. Und dort wurde er von seinen Haftgenossen zum Knast-Rundfunkbeirat gewählt. Seine Aufgabe? Leichte Musik aussuchen für schwere Jungs. Und die Dolanes-Melodie, die hat er bestimmt gespielt. Jean-Claude Borelli.
Rückshow 1975. Der Titel verpflichtet zwar, aber seien Sie mir bitte nicht böse, wenn ich Ihnen nicht alles zeigen kann, was in diesem Jahr Schlagzeilen machte. Wichtig ist allerdings eins, und zwar, dass die Sexwelle im Kino abebbte und eine neue musikalische Welle aus dem Norden heranbrandete, die Hamburger Musikszene. Und einer von ihnen war der Knittelbarde aus Quickborn. Er hat sich verdammt gut gehalten seitdem, und er erschien mit einem Jammersong, der in aller Munde war. Walter war nicht groß, war ihr klein. Da war gestern Applaus, ja. Der war auch wieder von den Kleinen, einer der Größten zu sein. Seine Frau, die Marie, sah noch ganz gut aus für ihr Alter. Und wenn sie mal was sagte, dann meist: Mein Gott, Alter. Klappt ja tierisch. Weil der liebte sein Leben, war meist unbeschwert. Und wenn er mal was machte, machte er es meist verkehrt. Beim Frühstück warf er die Kaffeekanne um, zum Glück war es nur kalter. Marie sagte wieder einmal: Mein Gott, Alter. Merkt ihr, wie das fetzt? Ja. Walter wollte und ließ das Haus in Ordnung versetzen. Und machte einer was kaputt, muss er den Schaden ersetzen. Meist musste Walter dies tun, wie gestern dem